Oh, darauf habt ihr gewartet. Wie oft wurde ich nach dieser Serie gefragt? Und als sie für den Schocktober ausgelost wurde, wusste ich, das wird mein Halloween-Geschenk für euch werden. Geschichten aus der Gruft startete bereits 1989 und konnte dank einem hingebungsvollen Produzententeam und einer unglaublichen Flut an namhaften Schauspielern und Regisseuren schon früh einen echten Kultstatus aufbauen. Leider verliefen allerdings bis heute alle Versuche, diese kultige Horrorshow wiederzubeleben, im Sande. Ja, auf diese Serie habe ich mich tierisch gefreut. Andererseits wusste ich aber auch, was für einen Haufen Arbeit sie mir machen würde. Wenn ihr aber gerne wissen wollt, was die Produzenten noch so alles für diese Serie im Sinn hatten und warum sie am Ende tatsächlich abgesetzt wurde, dann lauscht dem fetten Loser. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der fette Loser im Exil. Und heute habe ich euch eine der besten, wenn nicht die beste Horrorserie aller Zeiten mitgebracht. Die Rede ist natürlich von Geschichten aus der Gruft. Die Geschichte dieser Serie beginnt mit dem Film zum ersten Beitrag des Schocktobers auf meinem Kanal. Creepshow. Der Film basierte ja auf den alten EC Horror Comic-Reihen aus den 50er Jahren, herausgegeben von William Gaines und L. Feldstein. Zu diesen Publikationen gehörten Tales from the Crypt, The Hound of Fear, The Vault of Horror, Crime Suspense Stories, Shock Suspense Stories und Two-Fisted Tales. Einige der einflussreichsten Filmemacher der 80er Jahre, Richard Donner, David Giler, Walter Hill, Joel Silver und Robert Zemeckis, waren in ihrer Jugend auch von diesen Comics begeistert und ihnen gefiel das Konzept und die Umsetzung von Creepshow und ähnlichen Anthology-Filmen wie Unheimliche Schattenlichter oder Katzenauge. Da diese Filme aber zumeist nur mit mäßigem Erfolg in den Kinos liefen, entschieden sie fünf sich dazu, Geschichten aus der Gruft als Serie umzusetzen. Die erste Staffel startete am 10. Juni 1989 auf dem Kabelsender HBO. Dadurch unterlag sie nicht den strengen Zensurkriterien der US-amerikanischen Fernsehaufsicht FCC. Schon allein aus diesem Grund war die Serie besonders interessant für die Zuschauer, weil sie Gewalt und Obszönitäten enthielt, die man bis dahin so nicht aus dem herkömmlichen TV-Programm kannte. Für die späteren Wiederholungen bei den Sendern Fox und CBS wurden diese Inhalte natürlich größtenteils wieder entfernt. Doch irgendwann geht auch die schönste Erfolgsgeschichte einmal zu Ende und so flimmerte schließlich nach 7 Staffeln mit insgesamt 93 Folgen am 19. Juli 1996 die letzte Folge über die amerikanischen Bildschirme. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, warum erzählt der fette Loser uns nichts über die deutsche TV-Ausstrahlung? Nun, das ist ein Kapitel für sich. Wie es auch schon bei einigen anderen Serien, welche keinen durchgehenden roten Faden besaßen, der Fall war, so wurden auch die Geschichten aus der Gruft von Sat.1 in beliebiger Reihenfolge ausgestrahlt. Den Anfang machte die Episode 39, und zwar am 10.12.1995. Und von da an brachte uns der Sender jede Woche eine weitere Folge, bis schließlich am 27.10.1996 die regelmäßige Ausstrahlung plötzlich endete. Damals dachten wir Fans der Serie, das war's jetzt, der Spaß ist vorbei und dass alle Folgen gesendet worden wären. Aber was dann folgte, ließ die Herzen aller Gorehounds im Lande höher schlagen. Denn rund 2 Monate nach ihrer Absetzung zeigte Sat.1 am Heiligen Abend 1996 auf einmal 3 weitere Folgen der Show hintereinander. Und diese Episoden sollten immer noch nicht die letzten gewesen sein, denn der Sender behielt diese gebündelte Ausstrahlungsweise bei und brachte, meistens zu besonderen Feiertagen, zwischen 7 und 9 Folgen am Stück in langen Geschichten aus der Gruftnächten. Insgesamt bekamen wir so bis zum 26.12.1997 weitere 42 Folgen in 6 Blöcken präsentiert. Ja, und jede dieser Nächte war wie ein Event für uns, wo wir uns mit Freunden verabredeten, um diese Folgen gemeinsam zu genießen. Doch leider brachte uns Sat.1 nur 87 der 93 verfügbaren Folgen. Und das hatte auch einen triftigen Grund.
Oh ja, es gab in der Tat einen triftigen Grund, warum der Sender uns ganze 6 Folgen vorenthielt. Denn die ersten 3 Episoden der Serie erschienen bereits 1990 bei uns auf einer Videokassette von CIC. Und dort wurden diese Folgen zu einer Art Anthology-Film zusammengeschnitten. CIC war damals dafür bekannt, dass sie Serien auf Video herausbrachten, lange bevor diese von deutschen TV-Sendern eingekauft und ausgestrahlt wurden. Dafür erstellte das Label eigene Schnitt- und Synchronfassungen, die meistens recht dürftig, aber immerhin brauchbar waren. Diese Fassungen verschwanden allerdings in der Regel auch recht schnell wieder von der Bildfläche, sobald diese Serien offiziell im Fernsehen liefen. Für die TV-Ausstrahlung wurden diese Folgen allerdings stets neu synchronisiert. Und hier ist die Videofassung von Tales from the Crypt, die übrigens unter dem Titel Im Horrorkabinett veröffentlicht wurde, die große Ausnahme. Denn weder wurde das Material je neu synchronisiert, noch hatte man den Film wieder in einzelne Folgen aufgeteilt, um sie der übrigen Serie hinzuzufügen. Der Film wurde genau so, wie er in die Videotheken kam, auch bei uns im TV ausgestrahlt. Und zwar erstmals am 1.5.1995 auf RTL 2. In dieser Fassung sprach übrigens der Schauspieler Günther Jerschke den Cryptkeeper, dessen Stimme wir auch als die von Professor Hastig aus der Sesamstraße kennen. Hm? Professor! Ach, ja, stimmt ja. Unsere nächste Übung... Was war das denn wieder? Die restlichen Folgen, die Sat.1 nie sendete, waren die Episoden 38, 46 und 47. Und auch hier gibt es einen recht kuriosen Grund dafür. Denn diese Folgen waren damals eigentlich als Pilotfolgen für eine neue Serie namens Two-Fisted Tales gedacht und wurden vom selben Team produziert wie Tales from the Crypt. Bei Two-Fisted Tales handelte es sich ebenso um eine Horror-Comic-Reihe von EC Comics aus den 50ern, die sich allerdings überwiegend mit dem Horror des Krieges auseinandersetzte. Und da Tales from the Crypt so fabelhaft lief, wollten die Produzenten eine Art Schwestern-Serie auf den Weg schicken. So drehten sie für die Episoden eine Einleitung und eine Abmoderation mit William Sadler und schickten die ersten 3 Folgen in einem abendfüllenden Spielfilm zusammengeschnitten als Piloten für die neue Serie auf Sendung. Doch leider kam die neue Serie nicht beim Publikum an, obwohl sie alle Zutaten von Tales from the Crypt besaß. Bis auf den Cryptkeeper natürlich. Also verwarfen die 5 Produzenten ihre Pläne für die neue Produktion und fügten diese Folgen der Serie Tales from the Crypt hinzu. Hierfür wurden sie, wie die übrigen Folgen auch, mit den berühmten Moderationen des Cryptkeepers versehen. Da diese Episoden bei uns allerdings ebenfalls als eigenständiger Film mit dem Namen 3 Wege in den Tod erschienen, wurden auch sie nur in dieser Fassung im TV ausgestrahlt, und zwar am 15.07.1998 auf RTL 2. Pja, jetzt kann man sicher darüber streiten, was genau diese Serie so erfolgreich gemacht hat. Die einen meinen, es wäre der hohe Gore-Faktor gewesen. Aber ich denke, es waren die zahlreichen Stars, die sich bei dieser Produktion quasi die Klinke in die Hand gaben. Einer der größten Pluspunkte war es wahrscheinlich, dass es sich bei den Machern der Serie um das Who is Who erfolgreicher Regisseure und Produzenten in Hollywood handelte. Und so kamen die Stars, die sonst eigentlich nur auf der großen Leinwand zu sehen waren, in Scharen, um in dieser Serie mitzuspielen. Den ganz Großen von damals, wie Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks und Michael J. Fox, bot man sogar an, die Regie bei den Episoden zu übernehmen, in denen sie mitspielen sollten. Und so tummelten sich die folgenden Schauspieler schließlich für Geschichten aus der Gruft vor der Kamera. Lia Thompson, Demi Moore, Arnold Schwarzenegger führte auch Regie, Lance Henriksen, Terry Hatcher, Miguel Ferrer, Michael Ironside, Katie Sagal, Iggy Pop, Richard Thomas, Kyle MacLachlan führte auch Regie, Michael J. Fox führte ebenfalls Regie, Bruce Boxleitner, John Astin, Whoopi Goldberg, John Rhys-Davies, Malcolm McDowell, Tim Roth, Kirk Douglas, Dan Aykroyd, Tom Hanks führte auch Regie, Christopher Reeve, Meatloaf, David Warner, Robert Patrick, Zelda Rubinstein, Brad Pitt, Joe Pesci, Zach Galligan, Timothy Dalton, Beverly D'Angelo, Margot Kidder, Tim Curry,
Adam West, Steve Buscemi, Ernie Hudson, Brad Dourif, Will Wheaton, Martin Sheen, Peter McNichol, Corey Feldman, Billy Zane, Jeffrey Jones, Brooke Shields, Perry King, Priscilla Presley, Cheech Marin, R. Lee Ermey, Alfred Hitchcock, Humphrey Bogart, John Lithgow, Isabella Rossellini, Bob Hoskins führte auch Regie, Ute Lemper und Daniel Gregg. Ja, aber nicht nur die Stars waren erste Sahne. Auch die Regisseure, die an Geschichten aus der Gruft arbeiteten, haben uns einige echte Spitzenfilme beschert. Allen voran die Produzenten der Serie. Da hätten wir zuerst einmal Walter Hill, der uns Filme wie The Warriors, Nur 48 Stunden 1 und 2 und Red Heat auf die Leinwand zauberte. Richard Donner brachte uns Filme wie Das Omen, Superman, Die Goonies und die Lethal Weapon-Reihe. Robert Zemeckis führte bei Filmen wie Zurück in die Zukunft 1 bis 3, Falsches Spiel mit Roger Rabbit, Der Tod steht ihr gut und Forrest Gump Regie. Dann wäre da noch der Regisseur von Fright Night, Tom Holland, der uns außerdem noch Chucky die Mörderpuppe und Stephen Kings Langoliers bescherte. Fred Decker inszenierte Die Nacht der Creeps, Monster Busters und Robocop 3. Jack Shoulder war verantwortlich für Nightmare 2, die Rache, The Hidden, das unsagbar Böse und Wishmaster 2. Toby Hooper war bekannt für das Texas Chainsaw Massacre 1 und 2, Brennen muss Salem, Poltergeist und Life Force, die tödliche Bedrohung. Nach seinem Regiedebüt Razorback, Kampfkoloss aus der Hölle, schenkte uns der Australier Russell Mulcahy noch Filme wie Highlander 1 und 2 sowie Ricochet, der Aufprall. Und zu guter Letzt wollen wir noch William Friedkin erwähnen, der beim Exorzist, Leben und Sterben in L.A. und Das Kindermädchen im Regiestuhl saß. Und ich kann es nur immer wieder sagen, das war nur eine kleine Auswahl. Ich habe mir bei den Stars und den Regisseuren schon die wichtigsten rausgepickt. Tja, so war der Erfolg quasi vorprogrammiert. Und irgendwann stellte sich dann die Frage, ob man diesen Erfolg nicht auch auf die große Leinwand übertragen kann. Ja, der Erfolg der Serie rief das Studio Universal Pictures auf den Plan, das einen 3-Filme-Vertrag mit dem Produzenten der Serie abschloss, um 3 Spielfilme unter der Marke Tales from the Crypt in die Kinos zu bringen. Der erste dieser Filme war Ritter der Dämonen, der am 13. Januar 1995 in den amerikanischen Kinos startete und bei einem Budget von etwa 12 Millionen US-Dollar immerhin 21 Millionen alleine in den USA wieder einspielen konnte. Dieser Erfolg veranlasste das Studio dazu, möglichst schnell einen Nachfolger zu produzieren. Der sollte ursprünglich ein Psychothriller mit dem Namen Dead Easy werden. Das stand schon so früh fest, dass der Cryptkeeper am Ende von Ritter der Dämonen sogar auf diesen Film hinweist. Oh, still here, creeps? What's the matter? Didn't get your minimum deadly allowance of murder, madness and mayhem? Then look out for my next motion picture, Dead Easy, coming very soon to a theater near you. Doch 3 Wochen vor Beginn der Vorbereitungen für den Streifen änderte Universal seine Meinung und ließ das Kreativteam stattdessen Bordello auf Blatt produzieren, der am 16. August 1996 seine US-Kinopremiere feierte. Das war allerdings auch das Einzige, was es bei dem Film zu feiern gab. Denn er spielte in den Staaten nur 5,6 Millionen US-Dollar ein, was allerdings auch daran liegen könnte, dass das Studio dem Film nur noch ein Budget von 2,5 Millionen Dollar bewilligte. Und das sieht man leider auch. Nach dieser Enttäuschung haderte das Studio lange damit, einen weiteren Cryptstreifen zu produzieren. Och nee, lass mal. Doch 2002 hörte man plötzlich von einem dritten Film der Reihe. Dieser sollte eigentlich Das Ritual im Bann des Bösen sein, für den die Produzenten eine Einleitung und einen Abschluss mit dem Cryptkeeper gedreht hatten, der dafür wohl von einem 3-Jährigen bedient wurde und den Streifen fortan als Tales from the Crypt Produktion labelten. Da dies aber in den Testvorführungen überhaupt nicht gut beim Publikum ankam, entfernte das Studio jeden Verweis auf die TV-Serie wieder und brachte den Film nur auf Video heraus.
Tja, sehr schade eigentlich. Und seitdem ist der Cryptkeeper mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Aber vielleicht hatten sich die Amis auch schon längst an ihm satt gesehen. Denn zur damaligen Zeit gab es doch so einiges da drüben, wo der gute Ghoul mitgemischt hat. Noch während die Hauptserie produziert wurde, erschien 1993 eine Trickserie für Kinder, die im Grunde eine harmlosere Fassung von Geschichten aus der Gruft war und ebenfalls vom Cryptkeeper moderiert wurde. Diese lief bei uns unter dem Namen Geschichten aus der Gruft. Wie originell. Und brachte es immerhin auf 2 Staffeln mit insgesamt 26 Folgen. 1999 wurden allerdings noch einmal 13 weitere Folgen in einem neuen Zeichenstil nachgeschoben. Außerdem gab es auf CBS von 1996 bis 1997 eine Spielshow für Kinder, die den Titel Secrets of the Cryptkeeper's Haunted House hieß und in der Cryptkeeper durchs Programm führte. Wer auch zum Fest der Liebe nicht genug von dem kultigen Cryptkeeper kriegen konnte, der konnte sich 1994 sein Weihnachtsalbum schenken lassen, in dem der grausige Ghoul die schönsten Weihnachtslieder neu interpretierte. Und im Jahr 2000 veröffentlichte Capitol Records ein weiteres Album mit dem Titel Tales from the Crypt Monsters of Metal. Dieses Album ist eine Zusammenstellung von Horrorsongs beliebter Heavy-Metal-Bands mit umfassenden Moderationen unseres beliebten Cryptkeepers. Ich weiß noch ganz genau, wie lange ich darauf gewartet habe, dass diese Serie endlich auf DVD erscheint. Und dann kamen gleich zig Veröffentlichungen. Die einen waren geschnitten, die anderen waren ungeschnitten, in der einen waren nur ausgesuchte Folgen. Es würde wahrscheinlich viel zu weit führen, jetzt auf alle einzugehen. Aber wenn ihr seht, was ich allein zu den aktuellen Veröffentlichungen an Links unter diesem Video stehen habe, kriegt ihr eine vage Vorstellung davon. Wie bei vielen anderen Serien zuvor, so erschien auch Geschichten aus der Gruft schon lange vor seiner TV-Ausstrahlung auf Video unter dem Namen Masters of Horror. Allerdings in einer ausgezeichneten Synchro, die später auch fürs Fernsehen verwendet wurde. Doch es gab diese Videos in 2 verschiedenen Varianten. Eine ungeschnittene für die Videotheken und eine geschnittene für den Einzelhandel. Dasselbe Spiel wiederholte sich dann ab 2002 auf DVD, wo es die Scheiben einzeln oder im Schuber gab. Einmal mit 16er Freigabe, einmal mit 18er Freigabe und einmal mit JK-Siegel, wobei nur die letzte Variante ungeschnitten war. Doch wie man es drehte und wendete, es waren immer nur dieselben 32 Folgen zu bekommen. Staffelweise erschien die Serie erst ab dem 4. Juni 2010. Zunächst auf 7 DVD-Mediabooks, die einzeln bis zum Januar 2013 auf den Markt kamen, und später als eine Komplettbox mit allen Folgen, die mittlerweile auch als Blu-ray-Mediabook zu bekommen ist. Und dann kann man natürlich auch noch alle Staffeln einzeln auf Blu-ray kaufen. Das Label 84 Entertainment hat sich übrigens die Mühe gemacht und die fehlenden 6 Episoden, die bei Sat.1 nicht ausgestrahlt wurden, wieder in die Kollektion integriert. Dabei ließen sie sogar bei den letzten 3 die neuen In- und Outros des Cryptkeepers extra synchronisieren. Tja, schade, dass diese schöne Halloween-Zeit schon fast wieder vorbei ist. Da bleibt mir nur noch eins zu tun. Unnützes Wissen verbreiten. Bereits 1972 gab es einen Film mit dem Titel Geschichten aus der Gruft, der auf den gleichnamigen EC-Comics beruhte und ein Anthology-Film war. Er wurde vom Studio Amicus produziert, das sich auf diese Art von Filme spezialisiert hatte und zahlreiche Titel zwischen 1964 und 1980 veröffentlichte. 3 der 5 Geschichten aus diesem Film finden sich auch in der Serie wieder. 1993 brachte die Firma Data East einen Tales from the Crypt Flipper-Automaten auf den Markt, der sogar in derselben Folge zu sehen ist, in der auch John Cassier mitspielte. Er ist seit der ersten Folge die amerikanische Originalstimme des Cryptkeepers. In den 6 Folgen der ersten Staffel spricht der Cryptkeeper allerdings noch langsamer und trug ein Kapuzengewand. Das lag zum einen an der Beschaffenheit der Figur und zum anderen wollte man den Cryptkeeper wie einen uralten Mann darstellen. Davon verabschiedete man sich jedoch schnell wieder, als man sah, was die neue, überarbeitete Puppe alles konnte, die Kevin Jaeger nach Beendigung der ersten Staffel gebaut hatte. Alleine für die Bewegung der Gesichtszüge benötigte man 5 bis 6 extra geschulte Puppenspieler. Kevin Jaeger hat übrigens auch Chucky die Mörderpuppe entworfen und gebaut. Außerdem war er für die Effekte in Starship Troopers und Nightmare 2 die Rache zuständig. Er führte auch bei 2 Folgen der Serie Regie.
In einer dieser Folgen lernen wir die Eltern des Crypt Keepers kennen und können ihn sogar als kleines Kind betrachten. Diese Figur basiert übrigens auf einer nicht verwendeten Version einer der Animatronics, die für Chucky die Mörderpuppe gebaut worden waren. Die ikonische Titelmelodie von Geschichten aus der Gruft wurde übrigens von Danny Elfman komponiert, der auch für fast alle Kinofilme von Tim Burton die Musik geschrieben hat und für Filme wie Die Geister, die ich rief, die Man in Black Filme, Justice League und die 50 Shades of Grey Trilogie. Bei uns zulande wurde der Crypt Keeper übrigens in einigen Folgen von Dieter Memel gesprochen und in den restlichen von Tommy Pieper. Allerdings wechseln die Sprecher innerhalb der Serie immer wieder hin und her, was wohl daran liegt, dass die Folgen nicht chronologisch, sondern bunt durcheinander gewürfelt synchronisiert wurden. Die Filme From Dusk Till Dawn und The Frighteners waren übrigens ursprünglich mal als Folgen für die Serie im Gespräch. Die letzte Staffel der Serie spielt komplett in England. Die Idee dahinter war es, auf diese Weise einen europäischen Ableger der Serie zu etablieren. Darum drehten sich die Geschichten auch um britische Charaktere. Und es kamen hauptsächlich europäische Schauspieler zum Einsatz. Doch dadurch waren auch wesentlich weniger bekannte Stars in dieser Staffel zu sehen und das US-amerikanische Publikum verlor das Interesse an der Serie. Dieses und das Einspielergebnis des Filmes Bordello of Blood, der genau einen Monat nach der letzten Folge der siebten Staffel in die Kinos kam, führte schließlich dazu, dass man sich entschloss, den Stecker zu ziehen und die Show zu beenden. Schade, ich hätte gern noch mehr gesehen. Aber wie heißt es doch so treffend, immer wenn es am schönsten ist, soll man ihn rausziehen, den Stecker. Und damit bleibt mir nur noch euch ein schönes Halloween zu wünschen. Genießt den Herbst und denkt dran, ich freue mich über Daumen, Kommentare und Abos. Und den nächsten Beitrag gibt's am Freitag.